Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal Junkbox. Heute geht es um eine kleine Kaufempfehlung, ob das S3 auch im Jahr 2022 einer der E-Bikes ist, die man noch kaufen kann oder sollte. Aber das alles seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Also kommen wir zu der größten Frage und der wichtigsten, warum ein OneMove? Denn man liest wirklich viel über OneMove, wie schlecht der Support ist und wie schlecht die Räder sein sollen. Doch schon mal die Frage gestellt, warum es keine guten Beiträge von diesem Fahrrad gibt? Richtig, denn die Leute sind genau jetzt gerade draußen und fahren mit ihrem S3, X3, vielleicht sogar noch ein S2 durch die Gegend und haben wirklich sehr viel Spaß mit dem Rad. Und ich bin einer der wenigen, die für euch das Rad filmen und euch natürlich ein paar Erfahrungen rausgebe, warum das OneMove wirklich ein tolles Fahrrad ist. Und auch wenn der Support jetzt nicht gerade so gut ist, denn man kann wirklich dort nicht anrufen und auch wenn man dort persönlich hinfährt, ist es eigentlich, also die Bedienung ist sehr nett, aber trotzdem ist der Support nicht da, nicht direkt, denn man muss wirklich online einen Termin machen. Aber sobald man diesen Termin hat, geht alles wirklich ruckzuck. Man bringt das Fahrrad hin, man bekommt ein Leihfahrrad und dann kann man wieder mit einem S2 starten. So hat man auch ein kleines Gefühl, warum das S3 deutlich besser ist als das S2. Und das macht einfach nur Spaß, wenn man deutlich hinfährt, das Fahrrad abgibt und es kommt zu wie es kommen sollte. Wenn man das Rad wieder abholt, ist es komplett repariert, ist es aufgeladen und könnt ihr auch dort vor Ort fragen, was das Rad hat, was das kostet und. Die sind immer sehr nett und ganz speziell darauf sind die auch immer super freundlich, denn auch wenn man kurz Fragen hat, wie zum Beispiel, wo habt ihr den Pullover weg, kommt natürlich auch eine Antwort oder könnt ihr mir eine Tasche von OneMove geben. Die sind alle wirklich recht nett und kostenlos, also die Mitarbeiter sind nett und die Tasche ist auch kostenlos. Das hat mir bis jetzt immer sehr gut gefallen, war jetzt zweimal da. Wenn ihr mehr wissen wollt, unten in der Beschreibung ist ein Link zu diesem Video, wo ich zu einem OneMove Store gefahren bin. Und auch wenn sehr viel Kritik über die Firma OneMove ist, müsst ihr immer noch vorstellen, die OneMove, die Firma wurde 2009 gegründet und hat bis jetzt 2019, 2020 oder jetzt auch im Jahr 2022 erst über 150.000 Fahrräder verkauft und ich bin einer davon, der ein S3 gekauft hat und ich bin wirklich sehr zufrieden. 5.084 Kilometer hat mein OneMove jetzt drauf, bin jetzt zweimal zum Store, also zu diesem Hub gefahren, um mein Fahrrad zu reparieren zu lassen und einmal wurde die Bremse erneuert, aber das war wohl meine eigene Schuld und die konnte ich auch bezahlen. Recht günstig finde ich das Ganze mit Einbau und neue Bremsen nur 39 Euro. Wenn man jetzt einfach zum Fahrradhändler hinfährt, die gehen natürlich an so einem OneMove nicht bei. Darum solltest du auch entscheiden, wo du genau wohnst und wo der nächste OneMove Store oder Hub ist. Denn das ist schon eine entscheidende Rolle in meinen Augen auch für mich gewesen, denn der erste Store war in Münster. Das sind von hier aus 2,5 Stunden entfernt. Das ist eine ganze Menge und trotzdem habe ich mich dafür entschieden. Zum Glück auch richtig, denn jetzt auch in Bremen, nur eine Stunde entfernt, ist auch ein OneMove Store dort erhältlich oder wurde dort eröffnet. Darum kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Kann man das OneMove S3 jetzt im 2022 empfehlen? Das Rad ist jetzt gut 2 Jahre alt und es wird jetzt momentan für einen Sale angeboten, immer wieder vergünstigt angeboten. Guten Grund, denn das OneMove S5 und das A5 sind vorbestellbar und werden irgendwann im August, Juni, ich sag schon im August erst ausgeliefert werden. Mein S5, was ich natürlich auch bestellt habe, kommt leider erst Ende Oktober an, aber kommen wir jetzt trotzdem zu der Frage zurück. Würde ich euch noch empfehlen, ein S3 zu kaufen? Ich bin tief und entspannt dadurch, ja zu sagen, denn es ist immer noch ein wunderschönes Fahrrad und ihr bekommt jetzt ein neueres Modell. Das bedeutet, das 2021er Modell, auch im Jahr 2022, dort hat sich einiges getan. Also man kann wirklich mit Apple Find My das iPhone für sich selbst als GPS-Tracker verbinden. So könnt ihr das Rad auch überall finden.
Die Schaltung wurde deutlich erneuert, also man soll es jetzt deutlich merken. Denn ich habe noch das 2020er Modell und die Schaltung, wenn ich schneller fahre, knackt die. Im 2021er Modell soll die Schaltung aufgewertet sein und das Knacken soll auch wirklich weg sein. Was noch erneuert worden ist, ist das Matrix-Display. Ich habe noch das alte drin, wo vorne noch genau die gleiche Farbe hat wie der restliche Rahmen. In das 2021er Modell ist das vorne ein bisschen abgedunkelt oder ein bisschen dunkler lackiert, damit das Matrix-Display ein Stück heller wird. Denn sobald es Sonnenschein gibt, kann man auf die Matrix wirklich nicht mehr so viel lesen. Also so jedenfalls ist das bei meinem Modell. Aber davon könnt ihr wirklich kaum noch ein Modell von kaufen, würde ich jetzt mal sagen, außer ihr seid im VanMoof Sale und dort sind wohl die ganzen Räder und auch deutlich günstiger anzubieten. Momentan kostet das ja 2.348 Euro. Die haben noch eine kleine Aktion, wo ihr 300 Euro runterbekommen könnt, aber im Sale müsste es ungefähr 1.700 bis 1.600 Euro, könnt ihr dort wirklich ein 2020er Modell mit Glück noch bekommen. Trotzdem könnt ihr auch dort für 1.800 bis 2.000 Euro ein 21er Modell kaufen. Die sind bestimmt 100 Kilometer waren mit gefahren worden, aber ich meine, der Support ist da, wenn es wirklich benötigt. Und auch wenn das 2021er Modell erneuert worden ist, stellt euch bestimmt immer noch die Frage, soll ich nicht lieber auf das VanMoof S5 warten? Wie schon gesagt, August, September, Oktober werden die ersten Räder ausgeliefert. Ihr könnt jetzt noch vorbestellen, mit Glück habt ihr das Rad Ende Oktober erst, wenn die Fahrradsaison für dieses Jahr vorbei ist. So hatte ich das nämlich vor gut 2 Jahren mit dem S3. Aber wenn ihr warten möchtet, dann würde ich euch lieber empfehlen, das S5 zu bestellen. Dort habt ihr wirklich deutlich bessere Erneuerungen, aber auch das kleine Schwächen sind damit drin. Dies alles wirklich dann zum nächsten Video zum Vergleich zwischen S3 und S5. Aber ich möchte euch kurz einen Eindruck geben vom S5. Der Rahmen ist ein Stück kleiner als das S3. Der Motorwattleistung von 504 beim S3 ist ein bisschen runtergekommen. Jetzt auf 487 oder so Kilowatt die Stunde. Das müsste ich mir nur selbst nochmal angucken. Trotzdem habt ihr hier schönere Bremsen in meinen Augen. Ich hoffe, die sind quietschfrei durch die ganzen Löcher der Bremsscheibe. Dann habt ihr hier noch einen Drehmomentsensor. Sobald ihr fahrt und ihr den Akku wirklich benötigt, dann kommt der Akku auch erst. Hier haben wir wirklich, du kannst langsam anfahren beim S3 und der Akku zieht dich gleich nach vorne. Was wir noch haben, ist beim S5, das Matrix-Display ist weg. Ich fand das eigentlich ein recht geiles Gimmick im S3. Darum gefällt mir das ein Stück besser beim S3 noch als beim S5. Dort haben wir so kleine Lichtringe am Lenkrad. Ob das das große Ganze ist, das werde ich selbst eines Tages erfahren, wenn das Rad hier ist. Also für mich gibt es gemischte Gefühle zum S5 und S3. Momentan tendiere ich immer noch auf das S3 für das schönere Fahrrad. Denn das S5 gibt es wirklich nur in so ein komisches Lichtgrau und das S3 könnt ihr euch in Blau oder Lichtgrau mit Schwarz-Matt entscheiden. Und wenn du jetzt bereit bist, dir ein S3 zu kaufen, dann kann ich dir auch meinen Rabattcode empfehlen. Hier unten steht der, aber auch in der Infobox könnt ihr den Rabattcode nehmen. Damit könnt ihr mich unterstützen und ihr bekommt nochmal 100 Euro Vergünstigung auf eures, also auf eurem Fahrrad, was ihr jetzt entschieden habt. Auch möchte ich euch jetzt das Ende erzählen von meinem Fazit, würde ich sagen, oder meine Erfahrung vom S3 vom das Jahr 2021. Wie schon gesagt, ich bin über 5000 Kilometer mitgefahren. Musste jetzt zweimal zu dem Store fahren und das war alles sehr unproblematisch. Ich konnte wirklich zum Store hinfahren, das Rad reparieren lassen, habe zweimal ein Leihfahrrad bekommen. Danke dafür nochmal an VanMoof. Und ich bin persönlich super zufrieden mit dem Fahrrad, habe wirklich sehr wenig Probleme jetzt gehabt. Wenn ich ein Problem hatte, wie zum Beispiel meinen hinteren Platten, gibt es ein Infovideo hier auf YouTube von VanMoof, wo man das Hinterrad ausbauen kann. Also wer jetzt zwei linke Hände hat, schafft es trotzdem. Also man muss nicht wirklich so viel auseinanderbauen, um das Hinterrad reinzubekommen. Ein kleiner Mankel, was ich hatte, waren natürlich die Bremsen. Die wollte ich selbst austauschen. Die richtigen Bremsen zu finden für das VanMoof ist schwierig. Die meisten Bremsbeläge sind rund. Das von VanMoof ist etwas gerade. Darauf müsst ihr ein bisschen gucken, wenn ihr welche kauft. Ich würde es abschleifen, denn ich habe die reinbekommen, aber die haben geschliffen und das war jetzt nicht so schön. Also habe ich die wieder ausgebaut und ich dachte mir so, warum ist das so schwierig? Weil die halt so verkeilt waren.
habe ich die Seiten aufgeschraubt, damit habe ich die Bremsbeläge, also die Bremsbutton, sage ich jetzt, auseinandergeschraubt und es kam Flüssigkeit raus. Dies konnte ich leider selbst nicht entlüften, darum war ich wieder im Move Store. Das war meine erste Store-Begegnung und die haben mir alles soweit repariert und ich persönlich wollte ja neue Bremsscheiben haben, also Bremsbeläge. Das hat auch alles super gut geklappt. Fahre jetzt wirklich jeden Tag Pi mal Daumen 10 Kilometer damit, denn Hinfahrt zur Arbeit sind 2,7 Kilometer ungefähr, Rückfahrt sind meist 8 Kilometer. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es macht super viel Spaß, das Rad zu fahren und auch der Boost-Knopf, der dich immer wieder auf 27 km/h bringt, ist super funny und super lustig. Momentan fahre ich nur auf Unterstützungsstufe 2, da fahre ich so ungefähr 17, 18 km/h und sobald ich den Boost-Knopf drücke, zieht er dich auf 27 km/h. Eigentlich ist 25 erlaubt in Deutschland, aber die 2 km/h sind immer noch dabei. Was mich persönlich super glücklich macht, denn man ist wirklich sehr schnell unterwegs damit. Und auch der Akku momentan, ich meine, es sind jetzt 5000 Kilometer, zwei ganze Jahre, ist der Akku noch vollkommen da. Auch der Motor, wenn ich den Motor brauche mit dem Boost-Knopf, er ist gleich direkt da. Damit habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Der Akku stand laut einer App, die Mover App. Wenn ihr mehr davon wissen wollt über die Mover App, schaut auch gern unter die Beschreibung. Da kann man einiges einstellen, auch eine verschiedene Hupe einstellen und natürlich auch die Geschwindigkeit einstellen, aber mehr in diesem anderen Video. Der Akku ist, glaube ich, in meinen Augen gleich geblieben, auch wenn die Akkukapazität von der App anzeigt 96%, komme ich mit der Unterstützungsstufe 2 ungefähr 80 bis 90 Kilometer mit hin. Angegeben ist von Vanmoof direkt 100, also 120 bis 150 Kilometer, aber ich glaube, da müsste schon Unterstützungsstufe 1 sein und das ist dann wirklich Slow-Mo, was ihr fährt, aber das ist natürlich auch für euch entscheidend. Oft fahre ich auch in Unterstützungsstufe 4 bis halt Ende, bis zu 27 km/h. Es macht super viel Spaß, man muss gar nicht mehr so viel treten und es ist wirklich ein tolles Fahrrad. Aber dies alles ist meine Erfahrung und auch meine Meinung, denn am Ende kommt es auf dich zu, ob du das Fahrrad jetzt kaufen möchtest oder nicht oder doch lieber ein bisschen warten möchtest auf das S5. Das ist jetzt so meine kleine Kaufempfehlung. Für mich persönlich ist das S3 auch im Jahr 2022 immer noch einer der schönsten, eleganten E-Bikes auf dem Markt und mit der Farbe Lichtgrau oder Lichtblau, so wie ihr es sagen möchtet, ist es natürlich sehr geil. Trotzdem würde ich jetzt sagen, ich beende das ganze Video. Du kannst dich für dich entscheiden lassen. Wenn du dich entscheidest, unten ist mein Rabattcode für 100 Euro für dich und damit kannst du auch für mich unterstützen, für diesen Kanal noch weiterhin. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Eure Junkbox. Ciao.